Ja, hallo, liebe Freunde, herzlich willkommen hier auf Kickplay. Und zwar wollen wir heute mal auf die deutsche Nationalmannschaft eingehen. Oder eher gesagt auf die Nominierung, die ja jetzt in dieser Nations League berufen worden sind zu den Begegnungen Ungarn und Niederlande. Ja, und ja, wenn da ein bisschen drauf eingehen, wenn da so ein bisschen schauen so und die Meinung abgeben. Eure Meinung sind natürlich dann in den Kommentaren gefragt. Ja, und wir werden hier auf jeden Fall mal richtig loslegen. Ja, starten wir mal rein. Hier ist die Mannschaft, die wird dann vorgestellt und das beschiebe ich mal beiseite. Und dann sehen wir schon die Torhüter mit Oliver Baumann, mit Alexander Nübel und Marc-André ter Stegen. Ja, da sind interessante Keeper. Ich denke, dass ter Stegen Nummer 1 der Nationalmannschaft ist. Nübel wird da die Nummer 2 sein. Baumann da die stehende Nummer 3. Ja, das finde ich auch in Ordnung. Ist auch richtig so. Testing schon mit einer oder anderen Erfahrung. Würde mich auf jeden Fall auch freuen, wenn da der erste Keeper ist. Wie gesagt, Nübel 2, Baumann 3. Gebe dann auf den Kader ein. Ja, und sehen die nächsten drei. Und das ist mit Waldemar Anton, mit Benjamin Hendricks und mit Joshua Kimmich. Ich denke, Waldemar Anton wird ja nicht Stamm spielen, denke ich mal. Denke ich einfach mal, aber ich glaube, jetzt in diesen beiden Spielen erstmal, ja, wird er der erste Innenverteidiger neben Jonathan Tah sein. Das ist ja wohl schon klar. Kimmich wird rechts gesetzt sein. Wer es links sein wird, das schauen wir mal. Wir gehen mal von Maximilian Mittelstädt aus. Auf jeden Fall sind hier auf jeden Fall Waldemar Anton mit dabei, Hendricks und Kimmich. Auf jeden Fall interessante Namen. Ja, und dann gehen wir natürlich weiter und haben dann genau hier Robin Koch, haben Maximilian Mittelstädt und David Raum. Er könnte natürlich auch auf die linke Seite gesetzt werden. Sind wir mal gespannt, wie Julian Nagelsmann das Ganze geplant hat. Ich würde aber anstelle an Maximilian Mittelstädt festhalten. Einfach ein super Junge auf der Seite. Hat Tempo, hat Gefährlichkeit. Ja, David Raum kann auch gute Flanken schlagen, so, aber ich sehe da Mittelstädt ein bisschen vorne. Robin Koch, ja, da hängt so ein bisschen nach, aber ich denke, er wird seine Einsätze bekommen. Mit dabei, Jamal Musiala mit dabei, auch Pascal Groß kann ich mir neben Andrich im zentralen Mittelfeld als Stamm vorstellen. Pavlovic, der rangeführt wird, zu 100% natürlich. Ja, ist ein Nachwuchsmann, genau wie Jamal Musiala, der wird
ein offensiven Mittelfeld, absolut Nummer One sein. Ich bin wie gesagt gespannt. Ja, eure Meinung könnt ihr gerne reinschreiben. Ich finde bisher die Kader relativ in Ordnung. Ja, Pavlovic auch jetzt endlich mit dabei nach seinem bitteren EM aus. Ja, ist er doch jetzt vielleicht umso besser mit von der Partie. So, dann haben wir Stiller, der noch nicht aufgelistet ist. Finde aber gut, dass er mal mit dabei ist vom VfB Stuttgart. Hat viel auf sich aufmerksam gemacht. Hat viel auf sich gerissen. Ja, und dann kommen wir für mich zu den nächsten Stammspieler für mich. Ja, und das ist Florian Wirtz. Ja, der offensiv im Mittelfeld natürlich neben Musiala absolut gesetzt sein wird. Ja, da brauchen wir gar nicht vielleicht so viel drum rumreden. Ja, Maximilian Bayer für mich, der eher von der Bank kommt, aber auch sehr herangeführt wird in der Mannschaft, in der Sturmspitze. Ja, und dann haben wir natürlich Füllkrug, dann haben wir Havertz, dann haben wir Undav. Wie gesagt, für mich ist Havertz nicht der geborene Mittelstürmer. Das sage ich immer wieder. Ja, er ist torgefährlich, aber eher von offensivem Mittelfeldpart aus. Ja, aber in der Sturmspitze sehe ich ihn einfach nicht. Ja, und Niklas Füllkrug, der wird wohl eher der gesetzte Stürmer sein. Das ist meine Meinung, die sage ich jetzt einfach mal so voraus. Ja, der Mann von West Ham, ja, bin mal gespannt, was er zu bieten hat bisher. Hat er doch ein bisschen gegen Dortmund eigentlich nicht so die coole Art, aber dennoch für mich absoluter Run-Stürmer in der Nationalmannschaft. Dahinter würde dann Undav für mich kommen, ja, und dann Maximilian Bayer dort hinter, aber Bayer für mich auch eher so ein offensiver, hängende Spitze, so. Ja, auf jeden Fall interessant. Ja, das mal zu der Vorstellung der Spieler. Ja, den Kader, den Julian Nagelsmann jetzt nominiert hat. Bin gern da auf eure Meinung gespannt, was das alles ist. Wie gesagt, ich gebe die jetzt mal jetzt hier weg. So, machen wir die mal hier weg. Machen wir die jetzt hier weg. Das wird auf jeden Fall den Kader sein für das Spiel gegen Ungarn und Niederlande. Das ist sowas von Fikzi. So, dann haben wir hier den kompletten Kader nochmal stehen. Ja, für die, die dann jetzt erst kurzzeitig reinschauen, sehen sofort hier eine Übersicht nochmal über den Kader der Nationalmannschaft. Ja, ich finde es interessant, muss ich sagen. Ich bin sehr aufgeregt, bin sehr hyped drauf, das Spiel zu kommentieren. Ja, jetzt erst gegen die Ungarn, anschließend ein paar Tage später gegen die Niederlande, gegen die Nachbarn. Ich bin da auf jeden Fall sehr, sehr heiß drauf. Ja, ich hoffe, ihr seid es auch, liebe Fußballfreunde. Und ja, ne, man sieht, Kader für mich relativ in Ordnung. Vielleicht wächst da noch der ein oder andere Stürmer ran. Ja, sehen wir mal sehen. Und für mich, wie gesagt, wir sehen es da ja, der ist in Angriff eingeteilt, Kai Havertz. Für mich aber nicht der nominelle Stürmer, der nominelle Neuner. Und ja, wie gesagt, für mich wird es auch in der Abwehr relativ eng, der Kampf um den Stammplatz. Jonathan Tah absolut gesetzt. Ja, dann dürfte es vor allem eng über Schlotterbeck und Anton kommen, danach der Nebenmann. Ja, und Koch wird da mit Sicherheit ein Wort mitreden, für mich außen rechts wie links gesetzt, auch Kimmich und Mittelstädt, aber da wird Raum definitiv richtig hinhalten, genau wie Benjamin Henrichs. Ja, Torhüter-Duell wird auch sehr, sehr interessant und vor allem mit Alexander Nübel. Ja, der Mittelfeld mit Pavlovic, wie der dich ranführt, Angelo Stiller vielleicht mit seinem Debüt, was er so davor rufen kann. Also ich finde es sehr, sehr interessant, den Kader. Ja, und ich hoffe, ihr da draußen findet den Kader auch interessant oder auch nicht. Ich weiß es nicht. Eure Meinung ist gefragt in den Kommentaren. Würde mich interessieren. Ich tippe, wie auch jetzt gegen Ungarn, ein 3:0 für die deutsche Nationalmannschaft. Gegen Niederlande ein knappes 3:2 für die deutsche Mannschaft. Ja, das dann meine Tipps noch voraus. Eure Tipps und Meinung gerne in den Kommis, Leute. Ein Däumchen da lassen, würde mich sehr, sehr freuen. Und ja, gerne abonnieren, der noch nicht abonniert hat. Aktiviert die Glocke, um kein
Video hier mehr zu verpassen. Ja, das war's dann hier auf Kickplay. Das ist der Kader der kommenden zwei Spiele, bevor die Liga da wieder losgeht. Also Leute, bleibt am Ende sportlich, bleibt fair und das Beste, Leute, bleibt gesund. Bis dann. Ciao.